So, hallo, Zeit für einen weiteren Tag mit Wordle. Letztes Mal hatten wir ein ganz spannendes Wordle und es war dieses Cynic Wordle. Und lustigerweise ist gerade an dem Tag auf Twitter, dass die Kombination Wordle 240x getrendet, was bedeutet, dass sehr viele das auch nicht geschafft hatten. Also das war, ja, es hat ganz gut gepasst, sagen wir es mal so. Ich war nicht der Einzige, der daran verzweifelt ist. So, wir probieren mal Trade, den Handel. Und das war gar nicht so verkehrt. Okay. RA. Die Ranch ist ein durchaus mögliches Wort. Ich habe schon wieder nicht den Hard Mode angemacht. Ne? Kann ich den nachträglich anmachen? Nein, natürlich nicht. Wie immer das Gleiche. Egal, wir spielen, als wäre es ein Hard Mode. Ach, R war ja an der richtigen. Das war ein verschenkter Dings. Ach, naja, nicht ganz verschenkt, weil NCH ist jetzt raus, aber R war an der richtigen Stelle. Nevermind, dann nehmen wir das Away. Oh, ich dachte schon. Okay, jetzt ist A auch an der richtigen Stelle und es ist sogar noch ein A dabei. Okay. Aber kein zweites R. Okay, AR und es kommt noch eine R vor. Das müsste doch jetzt nicht so schwierig sein. Kann es direkt danach sein? Nee, kann es nicht. Kann es nicht. Es ist ganz am Schluss. Es ist ganz am. Wobei das erste A ist eigentlich das gelbe gewesen. Ist jetzt nicht sicher. Wobei, nee, sonst hätte es da auch grün. Nee, nee. Es kann nur am Schluss sein. Okay. Haben wir O und M schon? Aroma gibt es doch auch im Englischen, oder? Splendid. Sehr schön. Okay, das lief gut. Das lief gut. Nehmen wir auf. Weh, wir nehmen nicht auf. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Okay, wir nehmen auf. Sehr schön. Nice. 2 Minuten für das Englische ist eine schöne Wiedergutmachung für das Cynic. Jetzt gucken wir mal, wie es im Deutschen läuft. Gerne genauso. Wir nehmen mal die Buche. Das ist ein toller Baum, der mir zumindest ein E beschert. Okay. Dann nehmen wir mal das Essen. Na, wobei, da kriegen wir nur S und E ändert. Ach, ist mir jetzt egal, wir nehmen das einfach. Fertig. Das hat reingehauen. Okay. Das hat richtig reingehauen. Gut. Besen kann es schon mal nicht sein. Messen wäre noch möglich. Nein, wäre es nicht. Ich bin völlig doof. Lesen würde gehen. Lesen würde gehen. Ich muss es ausprobieren. Ich meine, ob jetzt an der Stelle nochmal ein E ist, es ist noch nicht ausgeschlossen. Oh, nee, lösen geht nicht. Losen, natürlich losen. Wir losen. Wir losen. Das war ja richtig fix hier. Sehr schöner Start in diese Videoreihe. Sehr schöner Start. Nicht mal 4 Minuten für 2 Stück gebraucht. Prima. Ja, so kann es weitergehen. So, kurz vorm Schlafen gehen. Oh Gott, ich gähne gleich. Sorry. Erstmal das nächste Wordle. Weil ich morgen bestimmt nicht dazukomme. Wir starten diesmal mit Table. Ich will immer ein bisschen was Neues ausprobieren. Okay, sehr schön. Das A und das L sind schon fest. Sehr interessant. Das ist interessant. Was könnten da hinkommen? Es ist ja kein B dazwischen. Was könnte noch zwischen A und L sein? Ziemlich viel. Ja, könnte noch ziemlich viel sein. Was kann hinter L sein, wenn kein E dort ist? LO? LI? LY?
Was könnte noch hinter L sein? LU? Irgendwie denke ich, da ist ein Y. Gibt es Parli? Ja, gibt es. Schade, kein Y. Kein R in der Mitte? Dann ist vielleicht ein O dahinter. Was könnte dann dazwischen sein? Oh, dann zweites L. So, Wally. Ja, dann nicht Wally. Oh, es könnte auch ein D, L, ein D sein, so Ilt. So, keine Ahnung. Aber das ist ein bisschen schwierig mit dem, was dann davor, also, Oder es sind zwei L. Das wäre auch noch denkbar. Was könnte das sein, wenn es zwei L sind? Nee, wüsste ich jetzt nichts Brauchbares. Boah. Das ist gar nicht so leicht, ne? MA. Aber mir fällt kein Wort ein, was so aufhört, wie ich das gerne hätte. LI, LO, LU. Mit S kann es auch aufhören. Es ist noch viel zu viel möglich. Okay, wir müssen irgendein neues Wort erstmal finden, bevor wir uns überlegen, was wirklich das Richtige ist. Hilfe. Ah, mir fällt nur Zeug an, was mit Y aufhört. Was könnte denn aufhören? Oh, warte, Fouls, gibt's das? Nee, schreibt mal anders, und dann schreibt man mit OU. Ach, scheiße. Gibt's Moles? Okay, es ist ein U dazwischen. Volt. Schreibt man das so? Ja, der Volt. Aus Dings, hier, weißt du schon. Aber war's nicht. Ah, das T hätte ich gar nicht verwenden. Ach, scheiße, siehst du? Das T hätte ich gar nicht. Da war ich zu voreilig, hätte ich gleich mir sparen können. Okay. Was könnte es denn jetzt noch sein? AUL. Sind so ein paar Wörter, die ich nicht kennen würde, aber ich probiere sie mal aus. Es gibt Fold.
Scheiße, jetzt haben Mist. Das wird nichts. Dann sind die Möglichkeiten wieder zu groß. Aber so viele Buchstaben haben wir auch nicht mehr. Ich würde jetzt fast aber sowas wie OI da hinten ausschließen. Noli, Koli, Holly, Golly. Nee. Klingt ganz komisch. Klingt ganz komisch. Kolk? Gibt's sowas? Kolk? Nee. Schade. Ja, das ist immer so schwer. Meine, kombinieren wir halt wieder Buchstaben wild. Keine Ahnung, Golk, Goal, Golk, Goalie, Golen. Das ergibt alles keinen Sinn, aber ich probiere es mal kurz durch. Jetzt hätte ich mir auch denken können, aber was soll's. Okay, kein G am Anfang. K am Anfang. Kauli. Kaulo. Ich wüsste nicht, dass es solche Wörter gibt, aber hey. Kolk. Kolg. Kolk. Kolks. Kols. Kaula. Ey, also kein K am Anfang. Vokal am Anfang ist ausgeschlossen. Noel. Nolk. Nauli. Naulo. Noel. Naul irgendwas. Naulge. Naulke. Naulks. Nauls. Naula. Naul. Nee, auch nix. J am Anfang ist Schwachsinn, nee. H am Anfang. Holy, Haulo, Haulen, Haulk, Hauli, Haulge, Haulu. Ist alles so bescheuert. Es ist alles so bescheuert. Ich habe keine Ahnung, was davon es dann werden wird. Aber wenn wir jetzt hier durchprobieren, müssen wir ja irgendwann hinkommen. Zumindest zu einem möglichen Wort wieder. So, mit H ist auch alles durch. G. Ich habe keine Ahnung, ne? Da habe ich das G auch schon durch. Was ist los? Was soll's denn sein? Gibt überhaupt keine Buchstaben mehr. Oh, Kolk. Ist das sowas wie Kalk? Schreibt man es nicht anders, Kalk? Warte mal, ich muss hier kurz ausmachen. So. Kolk. Das ist mein Whiteboard, das brauche ich jetzt nicht. Abdichten. Oh ja, fast. Okay, ist also ein Verb. To kolk. Abdichten. Ja, gut. Ist okay. Ist okay. So, deutsches Wörtel. Mir wurde geschrieben, ich soll auch mal Quirtle ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das können wir auch gerne machen. Aber jetzt gerade noch nicht. Wir nehmen Gabel. Das sind fünf Buchstaben. Okay, G und E.
EG klang komisch am Anfang. Aber eng könnten wir sein. Eng. Engel. Ziemlich, nee, das L ist nicht. Nee. Nee, das ist auch. Das ist, ah, warte, dann nehmen wir Menge. Dann ist zwar. Ja. Ja, scheiß drauf. Wir probieren es aus. Nee! Okay, was? Da hätte es noch definitiv mehr Möglichkeiten. Okay, gut. Soll mir recht sein? Soll mir recht sein? Jetzt haben wir gerade mal irgendwie so 4 Minuten plus diese 12 Minuten sind wir bei 16 Minuten. Alles noch im Rahmen. Weiter geht's. Wisst ihr, was das Problem ist, wenn eine Sache von jedem gespielt wird und anfängt zu hypen? Es gibt immer mehr Varianten davon irgendwann. Also es gibt, glaube ich, mittlerweile schon mehr als das Englische und das deutsche Wordle. Es gibt auch irgendwie so ein Wordle, wo nur ein Buchstabe gesucht ist. So, like, hä? Okay. Und dann gibt es jetzt aber auch Quirtle oder so. Und da löst man wohl 4 Wordles auf einmal. Ich bin mal gespannt. Dafür hat man 9 Versuche. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir fangen jetzt einfach mal an mit meinem Standardwort Round. Damit starte ich jetzt mal, weil das war ja bisher immer mein Standardwort. So. Und dann sind es jetzt natürlich, dann werden jetzt natürlich unterschiedliche, ja, Ereignisse dabei rauskommen. Genau, jetzt haben wir nämlich hier das U. Das U muss ich jetzt hier eigentlich in der Mitte verwenden, aber hier ist das U zum Beispiel gar nicht dabei. Nein, Hilfe! Das wird ja richtig böse. Und also, hierfür müsste ich das R weiterverwenden, hierfür müsste ich das O weiterverwenden, hierfür müsste ich das R und das D weiterverwenden und hierfür gar nichts. Scheiße. Was? Und sind jetzt zumindest, ist jetzt ein Buchstabe komplett raus? Ja, das N ist komplett raus. Hier unten sieht man es jetzt auch. Sieht man das? Ja, sieht man, okay. Hier unten das N ist jetzt komplett raus. Das ist jetzt einmal dabei und die anderen Male nicht. Das ist zweimal dabei. Okay, what the hell? Aber selbst wenn ich jetzt rausfinde, wo hier das R ist, wenn es an der anderen Stelle woanders. Hä? Okay, wir sollten es eigentlich probieren. Wir probieren einfach mal rum. Also, wir setzen jetzt mal R woanders hin. Das ist ja sowohl hier als auch hier sinnvoll. Und wir sorgen dafür, dass U in der Mitte bleibt. Das ist jetzt für das Wort hier unten gut, für die da oben halt nicht so. Aber, was will ich machen? Wir nehmen mal Pr, Pru, Pru. Pro. Pro. Was gibt's denn mit Pro? Und einen D noch am besten. Brut. Brüde, oder? Gibt. Okay. 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 Nehme ich. Kein Problem. Ja gut, dann ist das jetzt fertig. Jetzt haben wir nur noch 3. Ja, okay, das ist ja okay. Das R und E passt hier auch schon. Sensationell. Ja, dann gehen wir jetzt hier weiter. Dann kümmern wir uns um den hier halt zum Schluss. So, keine Ahnung. Okay. Kein P vorne. T könnte noch sein. Trade. Nee, D darf nicht sein. Trace. Die Spur. Okay. Dafür haben wir jetzt hier das C noch dazu bekommen. Das ist hierfür ganz gut. Hier war es jetzt nicht notwendig, aber das RA ist jetzt an der richtigen Stelle. Okay. Was könnte noch sein? T nicht, P nicht. C auch nicht. Damit ist auch Quade raus.
S vorne ist komisch. K vorne, nee, passt auch nicht. N, M vorne passt auch nicht. SE raus. N, M ist eh raus. M ist nicht raus, aber. Oh, wobei Rame. Frame! Frame! Das wird sein. Der Rahmen, Frame. Ist es nicht. Scheiße. Okay. Muss ich aufpassen, dass ich hier nicht zu viele Versuche verschwende und dabei hier drüben Mist baue. Das ist noch das nächste Problem. RALE? Was könnte vor L, wenn da Rale steht? Brave! Brave hätten wir auch noch überhaupt nicht probiert. VE? Okay, Treffer versenkt. So, hier haben wir schon ganz schön viel ausgeschlossen eigentlich sogar. Dafür, dass da nur noch ein E übrig ist, jetzt hier. Okay, F und A ist hier. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. F und A ist hier. F und A ist hier. F und A. F und A. Jetzt muss ich ja wieder umdenken und überlegen, was hier für Wörter, für Buchstaben noch sein könnten, die ja hier oben rausgeschlossen waren, aber hier vielleicht nicht. Wobei, die sind auch hier alle ausgeschlossen. Also. F, so. Flame kann es dann nicht sein. Fleck. Wir mal das aus. Das wäre noch ein. Oder? Nee, ist C schon raus? Warte, nee, C schon raus. C schon raus. Nevermind. Nevermind, C ist schon raus. Was könnte noch? Flash. S ist noch nicht raus. H ist noch nicht raus. Flash. Okay. Flash schon mal ein guter Start. Haben wir hier oben was gewonnen? Ja, L und S. L und S haben wir gewonnen. Und E. Okay. Aber das wird eine knappe Geschichte. Also L, irgendein Buchstabe SE. Was kann da groß sein? Los, lose, lose könnte da. Ist O noch möglich? O ist raus. O ist aber dabei. Dann ist das ein lose. Dann ist das ein lose. Und C ist close. Und C ist nämlich dabei. Da haben wir das C und das O. Oh, sehr gut. Dann haben wir hier close. Das muss ich jetzt halt als Versuch nehmen, um das hier abzuschließen. Wird mit hier unten wahrscheinlich. Wobei, wenn jetzt einer davon gelb ist, wäre das ganz cool. Dann wüssten wir mehr. Dann wüssten wir mehr. So, jetzt haben wir jedenfalls Close. Jetzt haben wir noch zwei Versuche für da unten. Okay, Fla. Fla. Kann doch nicht mehr so schwer sein. S ist raus. I ist noch drin. I ist noch möglich. I ist noch möglich. Flake. Wie was rot? Wieso rot? Was für. Warum macht der jetzt das? Hä? Wieso macht er das jetzt seit. Hä? Wieso macht er das jetzt rot, wenn ich fünf Sachen eintippe? Ach, nee. Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden. Wieso hat er das rot gemacht? Vielleicht, weil es der vorletzte Versuch ist oder so. Ja, aber muss ich es ja trotzdem, also ich muss es ja trotzdem ausprobieren.
Okay, das geht gar nicht. Ach so, wahrscheinlich macht der rot, wenn es ein Wort ist, was gar nicht gibt. Okay. Aber also, dann brauche ich es gar nicht ausprobieren. Das ist dann auch ganz gut. Ja, aber allzu viele Optionen habe ich nicht mehr. The Flake gibt es, glaube ich, auch nicht. Wüsste ich nicht. Nee. Flay. Nee, Flame ist das eh drin. Aber N ist ja auch schon raus. Boah. Vielleicht mit Z irgendwas? Gibt's Flates? Also, nee, nicht so. Gibt's das? Wenn es rot ist, gibt es das wahrscheinlich gar nicht. Okay. Hä, was könnten das noch sein? Ich meine, ich könnte auch einen Buchstaben noch doppelt verwenden, der schon verwendet wurde. Also zum Beispiel das L. Fleck, Flackel, Flalk. Flelk. Weiß ich nicht. Es klingt alles komisch. Es klingt alles sehr komisch. Ich kann auch das F nochmal verwenden, vielleicht. Fla, fle, fleif, flak, flafk. Klingt auch ganz merkwürdig. Ha. FLA. Aber dann. Wir haben nur noch das I, das K, das J, das Y, das G, das W, das Q, das Z, das X. Oder halt einen der Buchstaben, der schon da ist. Das gibt's doch nicht. Gibt's Flak? Nee, das wird eh rot gemacht, okay. Okay, ich will es mal kurz testen. Okay, das könnte man auslösen, will ich natürlich nicht. Das heißt, rot bedeutet, das Wort gibt's nicht, dann brauche ich da gar nicht weiter tippen. Naja, dann müssen wir jetzt wieder anfangen auszuprobieren. Also, wir sagen Fly. Dann hätten wir Fly K, Fly J, wüsste ich nicht, warum es das geben soll. Fly Y kann ich mir auch nicht vorstellen. Fly G gibt es auch nicht. Flykes, Fly Z. Nee, Fly W, Fly Q. Okay. Dann ist es kein I. Wie auch immer. Flaki, Flagy, Flag Z, Flag Flaki, was ist das denn? Nicht das richtige Wort! Nein! Okay, letzter Versuch. Aber damit ist K auch raus. Damit kann ich jetzt zum Beispiel mit J noch anfangen. Flyi, Flyge, Flykes, Flas, Flas, Jetzt G. Flagi, Flagjot, wie auch immer, Flex, Flex. Flag W, Flag Q. Kann es ja halt auch nicht sein. Floy. Floyot. Flog. Flogs. Floss. Love. Flog. Hä, was soll's? Flax? Was für Flax? Flaxi? Flaxjot? Flex? G? Flex? Flex? Flex W? Flex Q? Hä? Flaxa. Flaxel. Flaxf. Stimmt, ich habe die anderen, ich hab die Buchstaben selbst noch nicht wieder verwendet. Das muss ich auch noch machen. Das ist richtig. Mach mal kurz das W durch. Floi. Flojot. Flovg. Flovx. Flov. Ne, Y ist schon raus. Ne, Y ist schon raus. Flovs. Flov. Florku. Alter, Flatzi, das sind alles Wörter, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass das das wäre. So, nee, okay, dann gehen wir jetzt mal davon aus, es ist, Alter, was ist das für ein Wort? Flalli, Flaljot, Flalk, Flalks, Flals,
Flalv. Fluff. Fluffy. Fluffjord. Fluffge. Fluffs. Fluffs. Ich bin komplett lost. Ich habe doch kaum Buchstaben noch übrig. Hä? Was für ein Wort kann ich aus den übrigen Buchstaben bauen? Flagger. Flaggi hatten wir schon, ne? Flyer. Fleif. Fleil. Fleil. Was soll das sein? Ist es das Wort? Quaddle complete. What the heck? What the heck? Okay. Ich guck mal kurz Flail nach oder Flail oder wie auch immer man das ausspricht. Flail. Was soll das sein? Flail. Ich zeig's euch einfach nur kurz und sag nichts weiter dazu. Okay, klar, kennt jeder. Kennt jeder im Englischen. Gut, ich habe doch was dazu gesagt. Egal. Okay, ja, dann, ja, nun. Gibt's das wohl auch jetzt noch täglich oder wie sehe ich das? Hilfe. Schwierig. Aber ich glaube, das kann ich zusammen mit Wordle halt. Ne, das machen wir einfach zusammen mit Wordle. Dann machen wir halt Wordle, Quördel. Wurscht. Das ist, was ich meine. So, kaum fängt was an zu hypen, versucht jeder noch Varianten zu machen und irgendwann gibt es dann wieder so viel, dass man nicht mehr alles spielen kann, was es gibt. Na gut, danke fürs Zuschauen an der Stelle, denn ich denke, damit schließen wir dann den Part auch ab. Das reicht nämlich schon wieder dann jetzt durch dieses Quirtle, wird natürlich, ja, puh, mal gucken, ob ich die Zeit finde, das jeden Tag zu machen. Egal, danke fürs Zuschauen und tschüss.